Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker. Ich habe MV Zorro hier mit am Start. Wir spielen Super Mario 3D World. Der erste Part, wo ich den Titel mir gemerkt habe, da war die Grammatik zwar komplett falsch, aber immerhin war der Titel diesmal richtig. Endlich. Wir haben im letzten Kampf Bowser schon mal angefickt, aber dann hat er uns irgendwie alles wieder geklaut. Deswegen gehen wir jetzt in diese Röhre, die neu aufgetaucht ist und gucken, was passiert. Oh, ich muss A drücken. Ich drück doch A. Was willst du von mir? Was willst du von mir, Spiel? Angefickt oder angefixt? Beides. Er ist angefixt mit dem Ficken. Ah. Die Endlosröhre. Da muss man lange drüber. Oh. So ist das ganze Level. So, die ganze Welt ist jetzt so. Wir gehen auf den Karneval. Das ist das Bonuslevel. Alle haben jetzt Spaß, alles ist positiv. Oh, boah. Wie geil. Bowser Casino World. Das gefällt mir tatsächlich. Oh, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Da hat es ja gesagt, gefällt mir. Das ist wirklich das nice. Das ist echt cool. Das ist echt nice. Das sieht aber schwer aus auch. Die Perspektive in diesem Spiel ist so schrecklich. Wieso treffe ich nicht einfach eine ganz normale Box? Das ist trauriger an dieser Welt. Keine Ahnung. Das sind die Probleme an dieser Welt, dass man keine Box nimmt. An dieser Gesellschaft, ja. Die Perspektive. Ja. Alles andere, kein die Jugend Problem. Verkommt wieso? Ja. Falsche Perspektive. Ja, richtig, genau. Warte, lass mal hier. Ich liebe Regenlevels. Ich liebe diesen Regeneffekt. Man kann mich so einfach glücklich machen. Ich bin einfach wie ein Idiot gerade hinterhergelaufen. Das ist wie das. Ey, die Stelle sieht 1:1 aus wie in dem Level mit der blauen Lava. Mit diese der blauen Stelle. Lagune. Nur, dass das Stachelplattformen sind statt verschwindende Plattformen. Das ist echt mutig. Ich hätte mich das nicht getraut. Ich empöre mich gerade über das Leveldesign, das sich wiederholt. Empörend! Repetition in einem Mario-Spiel. Ja, ist 1:1 so aus. Da ist bestimmt irgendwas. Komm. Ja, da waren Münzen. Wow. Epische Musik. Die Musik ist wirklich gut in dem Spiel. Au. Autsch. Ich warte mal hier, was bevor ich bloß sterbe. Was ist los, Upto? Shit. 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 Ich finde die echt hart, die Gegner. Zumindest die mit dem Feuer. Warte, kann man die hier kaputt machen? Nein. Aber hier ist... Ich finde Münzen, also jedes Mal, wenn man sich irgendwas Cleveres überlegt, von wegen, oh, da ist ein Geheimnis, dann sind es doch nur Münzen, dann ist man irgendwie voll enttäuscht. Das ist definitiv nicht nur eine Münze. Hast du das gesehen? Oh, Timing Gott. Das müsste man irgendwie so in Zeitloop... M wie Timing. In Zeitlupe einspielen. Epischster Moment der Welt. Maueröffnung, nichts dagegen. Das heißt Fall, ich weiß, aber ich wollte einfach mal cool ein anderes Wort bringen. Es wird auch ein neuer Feiertag dafür eingeführt. Knappe Geschichte-Tag. Tag der deutschen Tag der Knappung. Knappen Geschichte. Das wird in die knappe Geschichte eingehen. Wo bin ich da? Wo ist Waldo? Ich gehe mal weiter vom Mikro weg, das finde ich nicht so gut. Ich finde es gut. Ich verlasse so den Raum, spiel trotzdem weiter. Spiel so auf der Toilette weiter. Wii U macht's möglich. Warte. Natürlich ist hier hinten ein Geheimnis. Das kann gar nicht anders sein. Wäre lustig, wenn da einfach nichts wäre. Einfach so, der Tod. Der Weg hört einfach auf. Ist die Rolltreppe ins Nichts. Oh. Das war einfacher als erwartet. Das war auch cooler als erwartet. Da trollt er uns. Verlier das bloß nicht. Oh, oh. Wirf dich weg. Verlier das bloß nicht. Oh, nice. Da freut man sich, dass man einen Katzenanzug hat. Man wird direkt belohnt für das, was man bekommt. Oh, shit. Schön, dass ich das nicht lösen kann. Sondern nur die Katze. Ah. Nicht die Katze im Sack kaufen. Heute ist Pantag. Oder Werbespruchtag. Eins von beiden. Oh, ich hasse das. Da hinten übrigens ist ein Stern. Ich hole mir, denn ich bin super Schwebe-Peach, die stirbt. Shit. Da ist eine Plattform, die einen den Weg... Ja, das muss man ja auch wissen. Mach sie trotzdem fertig. Nein, ja. Oh, nein! Ich dachte, jetzt wird's cool, aber dann wird's nicht cool. Die ganze Halbzeit war es uncool. Ja, aber jetzt ist die ganze Halbzeit wirklich krass, du cool. Kannst da drüber springen. Ich weiß, ich hab's verfehlt.
Ich hab's verfickt. Ich war zu schnell. Ich war schlicht zu schnell. Schlicht. Ich war schlicht zu schlecht. Schnapp's dir. Die Perspektive. Wieso bist du hinterhergesprungen? Wieso bist du hinterhergesprungen? Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich war offscreen, dann war ich auf einmal neben dir und im Loch. Ich hab wirklich nichts gesehen. Die traurige Lebensgeschichte des MV Zorro. Ja, wirklich, ich hab das nicht gesehen. Seine Memoiren. Ich hab keine Ahnung, wie ich dahin gekommen bin. Ich war nicht mehr auf dem. Das klingt nach einem saufigen Wochenende. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ja, genau. Luigi wacht auf einmal tot im Abgrund auf. Ich bin in der Gosse aufgewacht. Siehst du, so macht man das. Hier, hol dir auch einen Katzen. Sehr gut. Das heißt, einer geht jetzt links, einer geht rechts. Ich gehe links, du gehst rechts. Ich hätte es fast wieder verloren. Ich gehe links, ne? Lass mich erstmal da hochgehen und dann du. Was? Bevor ich da nicht hochkomme. So. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Holst du dir wieder einen Stern? Hast du nämlich richtig gut gemacht gerade. Geht die Beat-em-up-Action. Hol den Stern. Es macht aber mehr Sinn, das über die Plattform zu machen, oder nicht? Ja, aber ich will trotzdem hier die... Du willst die töten, ja. Er will sie töten, Monster. Ja. Ich stehe darauf, Sachen zu bringen. Na. Haters gonna hate. Krass, ich habe einen Stern aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann. Habe ich ihn dir abgegeben oder so? Oh, shit, die kommt schneller wieder hoch, als einem das lieb ist. Ich mach das. Nice, wir haben es geschafft. Wir haben den Stamper nicht gefunden. Schande. Doch. Nein. Doch, haben wir. Krass, der ist viel zu weit unten im Bildschirm. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Nicht du, du hast gar nicht gemacht. Ich bin Skeletor, wir werden nicht mehr besiegen, indem wir den Stamper finden. Ich geh zu unserer Mama. Dann sage ich, du hast da nichts gemacht und ich habe den Stempel gefunden. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Und das will ich dann nicht in Drängs. Das poste ich dann in mein Forum. Oh, da hieß einer Naya, wie bei Magic the Gathering. Wie konnte das passieren, dass du mehr Punkte hast? Wie konnte das passieren? Ich hatte den Stern. Weißt du, das sind auch die Probleme, die Gesellschaft heutzutage alles erdulden muss. Dass ich mal gut bin. Ja. Traurig. Oh, guck dir das da an. Beides sieht schlimm aus. Wollen wir das machen? Ja. Welch Benefit haben wir dadurch? Krass, ich hätte gedacht, dass wir da einfach nur gegenhauen, aber scheinbar gehen wir da rein. Perspektive. Nice, kriegen wir beides? Nein, wir kriegen nur Geld. Was wollen wir mit Geld? Geld ist einfach ein nutzloses... Es wäre einfach so viel besser, wenn man es einsammeln könnte. Ja. Belohnungsprinzip nicht verstanden. Wollen wir uns angucken, was Benny hier zu sagen hat? Bleib stehen, du bist verhaftet. Das ist nicht so lustig. Wer sagt das zu wem auf dem Bild? Das ist ein bisschen lustig. Das ist ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Gab's bessere, aber gab auch schlimmere. Vielleicht ist uns einfach was Besseres eingefallen früher. Süßes Räderwerk. Oh, ein süßes Räderwerk. Klemmt mir ein bisschen alles ab. Das ist lustig, weil es alles aus Süßigkeiten besteht. Das ist geil. Guck mal, Oreo-Fußboden. Was? Okay, Prinzenrolle. Egal. Was? Da, guck dir doch mal den Boden an. Schön, dass sich das Spiel unendlich zeigt. Was ist das? Das ist eine große Pflanze. Eine ganz schön große Pflanze. Kannst du hier Little Shop of Horrors? Fütter mich, Seymour. Seymour Hoffman. Blut. Über den sollte man sich lustig machen, der ist tot. Und ich habe es gerade getan. Oh, krass, kriegen wir das? Jetzt wird er nicht mehr erfahren, wie schön es ist in Hunger Games. Da muss man doch irgendwas machen. Ich weiß nicht, kannst du es rausziehen Nein. oder so, wie Mario Land 2? Hör auf, mich umzubringen! Es geht nicht. Nee, irgendwie passiert da nichts. Ich bin enttäuscht. Warte. Nein, komm zurück. Ach, da geht's weiter. Okay. Ja, siehst du? Ja. Das kannst du nur. Treasure machen. Hunter Steve. Springt daneben. Er huntet ja nur die Treasures. Er springt da nicht gut. Shit. Nein!
Ich wollte da rausspringen. Ich habe noch nicht mal gesehen, wann du gestorben bist und wieso du gestorben bist, ich vor allen Dingen. Ich habe gesagt, dass ich tot bin. Das macht's nicht besser. Ich bin da runtergefallen. Warte. Ich war geflasht vom Treasure Hunter Steve. Da ist was. Nice. Da ist was drunter. Nice. Oh, cool. Achso, das ist, glaube ich, so ein Auffangbecken für Versager. Für mich? Das ist so dreist, dass die Pflanze einen direkt anschnappt. Blablabla. Immerhin ist die Musik noch ein bisschen positiv. Hat Hoffnung in uns. Nicht so wie ich. Klingt ein bisschen Mario Kartig tatsächlich. Ist jetzt ein offizielles Wort. Mario Kartig. TM. Nice. Ich, er, sie, es ist Mario Kartig. Da ist doch irgendwas oben. Ja. Ja, die Frage ist, ob die Röhre uns vielleicht dahin bringt. Lass es uns probieren. Flup. Konfetti. Ja, okay. Mach sie konfettig. Ich habe nie verstanden, wofür diese Feen da sind einfach. Weil was zeigt uns das? Wie schwer das gleich wird. Leute, wisst ihr was? Das wird richtig scheiße schwer. Ich will nicht in euren Häuten stecken. Aber ich zeige es euch hier. Genüsslich sauge ich euren Schock auf. Krass, man stirbt nicht. Nicht so wie in Sonic. Wie ich das in Sonic gehasst habe. Ich glaube, ich bin in Sonic immer nur dadurch gestorben, dass mich irgendwas zerquetscht hat. Wieso? Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar auf mein Leben. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Es probiert mit mir zu kommunizieren. Lass mal alle Pflanzen töten. Vielleicht bringt das was. Wie krass war das denn gerade? Okay, es bringt nichts. Es sah aus, als wäre es an meiner männlichen Brust abgeprallt gerade. Oh. So. Hier muss doch irgendwo ein Geheimnis sein. Ich kann nicht glauben, dass wir bisher nur einen Stern gefunden haben. Ich sehe es aber nicht. Dann öffne deine verdammten Augen. Da ist ein Stempel. Stemper. Den erreichen wir. Warte. Ja. Nein, bitte töten. Ich brauche hier meine Superpower. Achso, du willst sie alle umbringen? Ja, damit wir da durchkommen. Ohne Probleme. Den will ich haben. Kann ich hier haben. Nehme ich mir auch. Wo kommen wir bitte her? Ist das nicht das, was sich jeder Mensch fragt? Wo kommen wir her? Ja. Wo gehen wir hin? Wieso bringt mich mein Luigi-Kollege immer um? Hätte nicht gedacht, dass Super Mario mich irgendwie philosophisch macht. Schön, dass ich da runtergefallen bin. Da unten ist auch wieder irgendwas. Ja, ja. Ich mache das hier. Das kriegt man wirklich nur mit dem Bumerang hin. Ja, ja. Das ist eine scheiß Arbeit, aber einer muss es ja machen. Oh. Jetzt können wir wieder verkacken. Wow! Ein Aufschrei der Entrüstung. Gefühle. Oh shit. Ich hab's geopfert, damit wir den Stern bekommen. Sonst hätten wir ihn nicht einfach. Ich krass, weiß. Wir haben den Stern noch nicht mal verpasst. Das war der zweite. Ja. Haben wir den Checkpoint schon? Ja. Weil wenn wir jetzt verkacken, müssen wir so viel neu machen. Ich glaube, wir haben ihn, ja. Ja klar, der war vor den Pflanzenkletterdingern. Ich laber irgendwas. Ich weiß jetzt, wieso. Da unten. Die Röhren eine Bon sind, damit. Oh shit, wir haben keine Zeit. Ja, da unten ist aber eine Uhr. Okay. Halt, irgendwie, da ist ein Trick hinter dem Ziel. Hinter dem Ziel muss irgendwas sein. Das ist ein Fake-Ziel, glaube ich. Da, siehst du das? Ja, ja. Ich check's aber nicht. Ich auch nicht. What? Müssen wir das Ziel. Warte, lass mal hier drauf. Sollen wir da runterspringen? Soll ich da mal runterspringen? Da ist nix. Geh mal aufs. Nein! Nein, Mann! Oh! Wieso? Ich wette, wir müssen einfach auf die Stange, das wäre irgendwie so eine Fake-Stange gewesen oder so. Toll, wieso? Ich habe schon das Risiko auf mich genommen. Deswegen verlieren wir so viel Zeit. Jetzt habe ich noch nicht mal so einen coolen Schuss. Ich wollte das einfach auch ausprobieren. Ja, aber du hast doch gesehen, dass ich gestorben bin. Du musst es ja nicht verifizieren. Das Problem ist, dass das Spiel einfach so unendlich lange braucht, einen wieder abzusetzen. Ja, pass auf, hier, Konzentration. Warte, 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 warte. Shit. Warte.
Wie konnte ich da durchlaufen? Du warst noch am Blinken. Als Blinker kannst du dir auch alles holen. Deswegen konnten wir doch den Stern nicht holen im Wasserlevel. So. Man merkt schon, wir haben Spaß ohne Ende. Das ist Spaß, das ist Lebensgefühl. Aber ich habe voll keinen Bock mehr, den Stern gleich wieder zu holen. Welchen? Den, der gleich kommt. Der war doch easy. Was ist denn das Problem? Na, easy, haha. GG easy. Da muss man doch nur geradeaus laufen und dann einmal links abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Sternstraße. Gleich trage ich dich wieder versehentlich und wir verkacken beide. Weißt du? Alles cool. Die alles ganze cool. Halbzeit. Alles cool. Alles richtig cool. Jetzt sind wir wieder im Uncle Ben's Modus. Das finde ich so ganz toll. Ich springe hier mal fett rüber. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Luigi. Ich bin tot. Ich bin in der unendlichen Schleife des Sterns. Ich teleportiere dich. Weißt du? Kollegen helfen sich. Jetzt, ohne Witz, ich glaube wirklich, man muss jetzt auf die Stange. Oder wir haben wirklich irgendwas total krasses verpasst. Es kann sein, dass irgendwas auf... Irgendwas muss auf der Mauer. Eine kleine Wanze vielleicht. Scheiße. Es ist wirklich das Ende. Es ist das Ende. Oh, schade. Das war ein Versehen. Wie soll man da hinten hinkommen? Wahrscheinlich okay. Auf die Mauer. Glaube ich nicht. Vielleicht. Ah, wahrscheinlich. Da hinten hinspringen kannst du nicht. Egal, gibt Schlimmeres. Was haben wir denn jetzt verpasst? Einen grünen Stern. Einen grünen Stern. Grauen Stern haben wir verpasst. Oh. Ich wollte ihn doch unbedingt haben. Tja. Ich wette, gleich reichen die Sterne nicht für Bowser. Doch, doch. Ey, wir haben am Anfang super viel gegrindet. Am Ende stellt sich raus, einfach alle Sterne fehlen. Ne, wir haben am Anfang super viel gegrindet. Ich glaube, das wird schon dann reichen. Geräuschen. Wir haben gegrindet. Plassies Dünnen Rally. Dünnen Rally? Ist das auch irgendwie Umkleide bei Germany's Next Topmodel? Wie komme ich drauf? Oh nein, wir spielen wieder zu zweit. Oh Gott, Nein, wie steuere ich? Spring ich? Nein, hör auf zu springen. Mach du das doch. Okay. Wieso mache ich Nilpferdgeräusche? Da war der Stern. Und du springst. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Hat so ein bisschen was von Banjo-Kazooie irgendwie. Oh shit. Und nichts mehr von Mario. Oh shit. Boah, ist das schwer, die Sterne zu kriegen. Was geht ab? Das wird unmöglich sein. Ich hätte springen müssen. Dann hätte ich mehr Geld. Ich riskiere es einfach mal. Ich riskiere es mal. Oh, da ist was gewesen. Ja, das ist unsichtbare Strecke. Aber okay, aber jetzt wissen wir, wo die grünen Sterne sind. Jetzt können wir uns auch konzentrieren. Willst du Was heißt steuern? Wie? Ich mach nix. Soll ich steuern? Ja. Okay. Ich verkack doch die ganze Zeit. Ich bin wie ein Schlag den Raab Teilnehmer, bevor der Preis bei einer bestimmten Menge ist. Nice! Ich hätte jetzt fast gesagt, oder eine Frau, aber das darf ich nicht. Nein. Beide Geschlechter verkacken gleich stark. Hashtag. Das stimmt, das hat man ja gesehen. Den kriegt man... Ah, das ist voll schwer. Man kann da nicht gegenlenken, so. Jetzt konzentrieren. Nein, man muss da springen. Das habe ich beim ersten Mal doch nicht gemacht. Okay. Was mich ja wundert ist, dass vor allem je besser die Titel sind, die Teilnehmer haben, desto schlechter sind die. Ich finde es vor allen Dingen lustig, dass die besten Fußballer zum Beispiel auch bei den Fußballspielen einfach verkacken. Das, ja, eben. Einfach immer verkacken. Shit. Wie zum Beispiel hier. Ja, aber richtig. Gnadenlos. So, jetzt probiere ich mal den zu holen. Will ich nicht. Ich kann froh sein, ich überlebe. So, jetzt konzentrieren einfach mittendurch. Das muss ich nicht sagen. Ich steuere mich nicht. Ich rühre den Controller nicht an. Ich könnte ihn jetzt wegschmeißen, wie so ein Mic Drop. Und weggehen. Shit. Alter. Oh, das ist ja F-Zero-mäßig hier. Ach, erinnere mich nicht schon wieder an F-Zero. Ich weine immer noch über dem Grabstein. Was ich gut finde, dass wir keinen einzigen grünen Stern haben. Toll. Wir haben nichts. Plessy, du Idiot. Warte, vielleicht gibt's hier noch ein nutzloses Stück Haut. Immerhin winkt er noch ein bisschen.
hier irgendwas? Da sind Hühner? Tauben. Da hinten ist schon wieder was, siehst du das? Ja, da kommen wir ja gleich hin. Ah, du, wo kommen wir denn da hin? Ja, hier ist nichts. Ah. Ja, ja. Warte. Wir rutschen bestimmt gleich. Einfach nur, um sicher zu gehen. Wieso ist hier die Lücke? Diese Lücke macht mich ja schon super skeptisch. Ich spring noch runter. Ich trau mich. Traust du dich nicht? Ja, okay. Ich bin eine Lady. Guck dir an, wie ich meinen Rock trage. Machst Lady so. Oh, nice. Das ist hier... Trottel. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Oh, da unten. Wow, 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 wow. Oh. Das war richtig scheiße. Wir haben keinen grünen Stern, ja. Keinen einzigen. Wieso, willst du es nochmal machen? Nee, will ich nicht. War nicht spaßig. War kein Spaß. Müssen wir bestimmt gleich trotzdem nochmal machen. Er winkt immer so süß. Ich sehe ihn auch nur von hinten. Lexi hat 91 da Sekunden. Da weiß ich nicht, ob er süß ist oder nicht. Ich finde es ein bisschen traurig, dass die Messages nicht mehr so lustig sind wie... Spielt wahrscheinlich auch keiner mehr. Da wollen wir jetzt einfach schweigen, dass du wieder mehr Punkte hast als ich? Ich hab die Krone doch die ganze Zeit. Das macht nix. Ich hab das nicht mal gemerkt. Vor allem ich krieg die ganzen Punkte und du hast gespielt. Ja, so ist es momentan. So ist das Leben. Ja. Der eine spielt, der andere gewinnt. Oh, wieder so ein unglaublich brutales Zuglevel. Schergen-Express. Da bestellt er sich die immer mit. Ja. 50 Stück, gibt's auch eine Prämie, wenn man sich eine bestimmte Zahl an Schergen bestellt. Das Problem ist halt, dass die Schergenbahn immer streikt. Nein, wieso bist du nach vorne gelaufen? Da vorne war ein grüner Stern. Ich bin noch dabei, Mann. Ja, hol ihn. Warum hast du das nicht früher gesagt? Ich achte darauf nicht. Ich dachte, geradeaus wäre das Geheimnis, nicht da oben. Da oben. Geradeaus ist das Geheimnis. Ich dachte, wir müssen da oben lang. Ja, lass mich das machen. Okay. Ich laufe einfach die ganze Zeit... Oh, lieber nicht. Ich laufe mal an der Seite entlang. Aha. Das erscheint mir sicherer. Shit. Da hört der Weg auf, boah. Das ist alles nicht so lustig hier. Nicht? Das ist keine lustige Idee. Die haben Koopa-Panzer? Was für ekelhafte Mutanten sind das? Oh, ich laufe da einfach rein, weil ich mich nicht mehr drehen konnte. Hier, das ist aus Michael Bay's... Ninja Turtles geworden. Flamingos mit, Ich höre dir zu. Es wird in TNMT 2 passieren, weil, Michael Bay denkt, das wäre eine gute Idee, wenn die Turtles auf einmal zu Flamingos wären. Solange es genug Explosionen gibt, ist so, das warte. Ja gut. Jetzt konzentrieren. Ich versuch's. Ich laber über Michael Bay. Mein Gehirn ist schon weg. Nein, da hinten waren Münzen. Ja, wir haben's verkackt. Ja. Mal wieder haben wir alles verkackt, was wir hier probiert. Die kann man wegpusten. Da oben war der Stempel. Oh, wir haben alles schlecht gemacht. Das kann man doch auch nicht sehen. In diesen Kack-Squall-Levels. Da unten ist ein Stern. 100 pro. Auf jeden Fall ist das ein Cooper. Das war ein Stern, so. Da gucke ich in die Röhre. Soll ich? Da war noch eine Box. Habe ich gesehen. Dann kommen wir ja gleich wieder hin. Kämpfen wir gegen Wendy. Die heißt nicht Wendy. Die sieht nur so aus wie Wendy. Oh, ja. Die heißt Luise oder so. Shuriken! Katana! Ich muss gerade an WarioWare denken. Sexy no Jutsu. Oh. Da habe ich die falsche Platte gemacht. Total schwer auseinanderzuhalten. Die hat einen pinken Shuriken, die anderen haben einen blauen. Ich achte die ganze Zeit auf ihre Möpse. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Oh krass, das war so ein Burg-Level? Ingeborg. Für meine Freundin Ingeborg. Nee, wir sind einfach angekommen mit der Bar. Wir sind im angekommen Leben. Angekommen im Leben. Im Leben nicht angekommen. Das läuft auch nicht bei mir. Läuft unten durch. Ja. Wo bist du eigentlich? Ich hab gerade realisiert, dass du nicht im Bild bist. Ich weiß. Komm ins Bild, M. Komm ins Bild. Ich sag dir nicht, wo ich bin. Ich bin zurück, sagt Patrice. Blood X Cooper Fetisch. Buu Fetisch. Was, worüber redest du? Wenn man ein Blood mit Herzaugen, das in einen Cooper, in einen Buu verliebt war mit Herzaugen.
Ich weiß nicht, was ich gerade mit Kuhpaste habe, aber war da eben. Pervers. Komm, wir gehen über die Disco-Planke ins nächste Level. Die Disco-Planke. Ist das Hitler? Was? Wer? Ah, das muss ich inspizieren. Ja, okay. Das sah vom Vibe ein bisschen Hitler-mäßig aus, weil sein Mund so aussah wie ein Bart. Ja, ich weiß. Aber es ist nur Kevin. Kevin! Kevin! Hör auf, so zu tun, als ob du der König des Dritten Reiches bist. Der König war. Ich frage mich, ob Nintendo diese Miis entfernt eigentlich. Jetzt, wo sie die Mii-Features eingebaut haben in die Spiele, frage ich mich, ob die wirklich... Habe ich mich auch gefragt, wo der erste Mii-Fighter Hitler ist. Eben, deswegen. Oder in diesem Spiel auftauchen. Oh. Denn das würde ja heißen, dass einer meiner Miis gelöscht wird. Haben wir nicht alle in infantiler Weise schon mal so einen Mii gebaut? Oh, ich bin gestorben, geil. Lass die Finger von der Krone. Was machst du? Ist dir diese Box so wichtig? Ich will doch nur wissen, was da drin ist. Ich bin so neugierig. Toll, jetzt hat sie keiner bekommen. Doch, ich habe sie bekommen. Der ist ein ganz schön großer Wump. Die Musik ist ultra chillig, obwohl hier nichts Chilliges passiert. Der Tod passiert hier. Ich habe das Grauen gesehen. Was ist das Geheimnis dieser Guck Bank? Guck dir das da hinten mal an, wie ist das zu schaffen? Oh, ich darf's auch noch machen. Lauf mir nicht weg. Ich brauch dich noch. Nein, so weit. Du musst es machen. Gemacht. Du bist ein wichtiger Teil dieses Teams. Das gibt's doch nicht. Das Ding. Warte. Das Ding spawnt mich extra nicht über dieser Plattform. Aus purer Absicht. Ich finde das cool, dass du mehr von dieser unsichtbaren Plattform siehst, wenn jemand stompt. Das hätte ich gerade gebrauchen können, ja. Bevor ich über diesen Donut gelaufen bin. Ich wette, hier irgendwo geht der Weg weiter. Man kann es selber machen. Ja, ja. Das bringt ja der Wumper bei. Der Doppelwumper. Siehst du, gutes Level-Design gar nicht mehr gewohnt. Nicht nur Level-Design, sondern einfach Game-Design. Ja. Das Level bringt dir bei, wie die Regeln sind. Normalerweise müsste mich Sarge anschreien. Stampf auf den Boden, Soldat! Okay. Nein, ich wollte nur gucken, ob da hinten was ist. Und dann ist der Sarge am Ende der letzte Endgegner. Mega Man. Mach den Stamper für Stampfigkeit. Use the Dappy Gun. Ich laufe die andere Richtung. Papaui. Ich laufe immer an einem vorbei, grundsätzlich. Grundsätzlich. So nervig. Eine Grundeinstellung. Ich bin tot. Meine Religion schreibt mir vor, ich muss an allen vorbeilaufen. Komm mal zu, bevor ich sterbe. Drück eine fucking Taste. Du beschwerst dich wirklich die ganze Zeit, dass ich sterbe und du nicht. Aber du kannst fucking fliegen. Die ganze Zeit fliegst du einfach nur rum. Du überspringst die Hälfte des Levels. Das könnte ich auch. Ich glaube, ich spiele den falschen Charakter. Spring bitte ab. Du hast übrigens eine... bessere Figur in dem Ding als die. Du hast übrigens eine schöne Klempner. Figur. Danke, ich habe die letzten Tage Diät getrieben. Ja. Ich habe trainiert. Oh, der hat eine Katze. Der hat einen Katzenkopf. Spring drauf, dann kriegst du Katzenkräfte. Ich weiß, ich bin dabei. Krieg ich nicht. Hol's dir. Bleib mal. Schnapp's dir. Ich glaube, wir lassen uns viel zu viel Zeit. Ich habe irgendwie schon Schiss, dass wir timemäßig. Wir haben noch viel Zeit. Wieso kriegen wir keine Katzenköpfe? Halt also, wieso haben die Katzen Ohren? Also, das macht ja keinen Sinn. Handel damit. Es macht ja keinen Sinn. Bei solchen Fragen musst du Technik fragen. Bei Katzenfragen, Katzennick fragen. Oh, was müssen wir machen? Auf den Wurm? Du hast manchmal so eine richtig süße Stimme, wenn du fragst. Oh, was müssen wir machen? Auf den Wurm? So richtig kindliches... Ja. Unschuldiges. Verwirrt sein. Fräulein. Das ist mir alles viel zu kompliziert. Was müssen wir machen auf dem Wump? I wish I were the little girl. I wump hit it. Nice. Das Level haben wir mal mit Bravour bestanden. Nicht gestorben, glaube ich. Und alles gefunden. Toll. Jetzt... Und unsere Beziehung haben wir auch noch gefestigt. Weißt du, wenn ich ein kleines Mädchen wäre, würde mir das nicht passieren. Bist nicht im Bild.
Das tut mir leid. Peach und ihre Stiefel. Gefallen dir meine Stiefel? Hihi. 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 Timmy hat irgendwas gemalt. Meister D. Mass. Ohne Witz, die Sachen sind nicht mehr lustig. Diese nee, ernsthaft. Kommentare. Aber die Weltordnung ist wieder hergestellt und das ist doch ein schöner Moment, um nochmal diese Episode abzubrechen. Wo ist das Ende? Wo bleibt das Ende? Also wird niemals das Ende kommen. Vor allen Dingen, nach dem Ende gibt es dann noch 1000 extra Level, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Aber das gucken wir uns an bei der nächsten Folge Super Funtime. Deswegen vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Demnächst geht's weiter. Super Mario 3D World hier auf Super Funtime mit MV Zorro und Mia. Steve Parker. Und mir. Steve Porker heiße ich jetzt übrigens. Ich bin ein Schwein. Stoff Pirker. Stoff Porker. So war der Witz. Der Herd, der Schweine brät. Was wollte ich sagen? Ich wollte diesen Part beenden. Willst du diesen Part beenden? Ich gehe schon mal weg. Der MVZO beendet diesen Part jetzt. Ja, ich möchte euch ein Spiel vorstellen und. Nee, Moment, ist der Anfang. Ja, ciao. Ne? Bis zum nächsten Mal und so. Der Steve geht gerade weg. Tschüss!